Hallo und herzlich willkommen zurück bei Anno 1800, einer komplett neu aufgenommenen Folge, jetzt im Mai aufgenommen. Am Ende der Corona-Krise oder der Mitte der Corona-Krise oder irgendwas in der Corona-Krise. Stay at home, achtet den Abstand und alles andere. Und wir sind natürlich wieder zu zweit unterwegs. Der Mops ist dabei. Der wütende Mops. Der wütende Mops ist dabei. Und ich, der Hannibal. So. Der wütende Mops ist wütend, weil Uplay den wütenden Mops davon abgehalten hat, hier mehr zu spielen, weil Uplay Downloader ist. Ja. Ich erwähne keine Worte, die ich bereuen würde, aber. Ich glaube ja, das was Persönliches. Ja, immer diese. Das kann persönlich werden, ne? Alte Karte. So, schauen wir mal auf die alte Karte. Was ist da los? Oh, ich habe 20 Bretter bekommen. Schön, mein Lager ist voll mit 250 Brettern. Oh ja, stimmt. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was hier abgeht. Aber ich habe hier eine hübsche Schlucht. So, Konsumgüter. Also irgendwie habe ich hier Ingenieure. Ja, ich habe 80 Ingenieure. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich hier machen, weil ich war für einen Pendlerkai am Sparen. Klingelt da was bei dir, Pendlerkai? Ja, ne? Ja, klingelt. Brillen waren jetzt als nächstes. Ach, Brillen habe ich, aber ich produziere sie nicht. Produziere ich? Doch, ich produziere Brillen. Das bin ich ein schön krasser Typ. Brillen. Messing? Zinkmine? Habe ich nicht. Will. Kupfermine habe ich auch nicht auf der Insel. Stellen wir es auf der Insel? Nö. Toll. Also, du musst das auch aus der neuen Welt importieren. Oh, das ist aber gut hier. Ölhafen und so, okay. Ich habe eventuell hier was aus Versehen richtig gemacht. Ja, und ich bin reich. Bist reich? Ja. Schön. Sehr reich. Oh, und ich war hier am Bauen. Oh mein Gott, so viele Sachen. Khanib, ich bin absolut irritiert. Du weißt nicht, was ich so. Ich muss also in der alten Welt eine Mine bauen. Schön, toll, ich freue mich. Ich habe kein Kupfer auf der Insel. Ich habe kein Zink auf der Insel. Schön. Und alle Inseln sind irgendwie vergeben. Oh. Wer hat denn hier? Die hat da oben eine mit Zink und Kupfer. Habt ihr schon ein Box-Ding? Ja. Okay, zurück in die alte Welt. Ich muss hier erstmal wieder Fuß fassen. Also, das läuft eigentlich ganz gut. Ich war am Sparen für einen Pendler. Du hast die Insel da oben mit was? Zink und Nein. Kupfer. Wovon sprichst du? Du hast Zink und Kupfer auf deiner Nein. Insel. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich sehe das doch. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich bin, glaube ich, ich habe noch Wurst im Auto. Ich muss weg. Ja, schon klar. Die Meuterei. Kann ich irgendwas bergen? So kann ich hier was bergen? Irgendwas liegt vor meinem Bretter. Cool. So, warte mal weiter. Ja, bitteschön. Oh, ich bin sogar weiter. Schon in die Passage unterwegs. Oh mein Gott, was für eine schöne Überraschung. Das ist Passage, gesunkene Schätze. Ja, die gesunkene Schätze war es ja schon länger. So, was haben wir denn unsere Schätze. Einwohner? Besungene Schätze. Machen Sie ein Foto von den frisch Verheirateten. Warte ich auf den Pendlerkai oder nicht? Was wollte ich denn mit dem Pendlerkai? Sag mal an. Ich glaube, hier hatte ich so Rohstoffe. Ja, okay, ich spare jetzt auf den Pendlerkai, auch wenn mir das sehr schwer fällt. Aufgabendetails. Oh
Okay. Oh nein. Oh nein. Ich lektoriere mal, oder? Ja, ich lektoriere mal. Diplomatie. Es ist keine Diplomatie hier. Hier ist alles noch cool. George Smith. Kann man dem irgendwie einschmeicheln? Einschmeicheln. Hat geklappt. Oh. Toll. Tolles Foto. Aber bitteschön. Hast du eigentlich mal rausgefunden, ob man da tatsächlich irgendwas fotografieren muss oder kann man einfach, keine Ahnung, einen Berg fotografieren? Kann das Spiel das detektieren, dass du das Richtige fotografierst? Ja. Oh, echt? Ja. Cool. Du wirst da hingeführt. Ja, ja, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwas anderes einfach so fotografieren würdest. Bringt ja halt nichts. Also das würde das Spiel merken? Ja. Das Spiel sagt dir da, wo du ein Foto machen darfst, und dann darfst du auch da ein Foto machen. Okay. Auch eine Weberei. So. Also, in der alten Welt. Ja. Sup. Was? Hey! Entschuldigung? Entschuldigen Sie? Gib mir meine Insel zurück. Ich habe mehr Kohle als du. Lass dich auf diesen Pakt nicht ein. Aber wollte ich nicht dem Dude hier... Ah ja, hier. Ich habe dem jetzt seine Insel abgekauft. Ja, ich muss jetzt auch noch eine Insel abkaufen. Achso, ich habe leider keine 2,8 Millionen. Schade. Na, ich brauche nur 571.000. Um Beijing King ihre Insel abzuscherbeln. Kann das so gedruckt werden? Nö. Ah ja, stimmt, ich hatte hier so ein Einflussproblem. Oh ja, geil. Irgendwo. Oh, ich habe ein Stadtfest in Potato. Und verdammt viele Schiffe. Ich weiß hier gar nichts mehr. Okay, ich habe eine Idee. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ich gehe zu Cap Trelawney, da ist alles schön. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So habe ich es betrachtet. Okay. Bist du schon in Cap Trelawney angekommen? Nö. Komm mal her. Wir vermissen dich hier. Du meinst gesunkene Schätze oder was war das? Sie. Ja, da wollte ich ja demnächst mal ein Schiff hinschicken. Ja, mach mal. Ja, ich habe im Moment keine Schiffe mehr. Hm. Na, ist schlecht. Ich muss hier mal ziemlich fahren, hier ziemlich ausgeschifft alles. Hat's nicht ausgeschifft? Ja. Ach, Pirat-Dude, halt den Mund, ey. Oh, da muss ich aber lange Eisenbahn bauen. Ach du heilige Schöpfung. Aha, meine Schreckensherrschaft. Wieso verbind... Hallo, was hast du gemacht? Wieso befinde ich mich jetzt im Krieg mit, George Smith? Wieso hast du jetzt Krieg mit dem? Ich habe keinen Krieg angefangen mit dem. Als Verbündeter von Hannibal befindet sich jetzt im Krieg mit seinem Feind George Smith. Hä? Mhm. Er hat mir eine Kriegserklärung geschickt. Okay. Danke. Ja, toll. Ja, George Smith erklärt uns den Krieg. Leb wohl, Frieden und Menschlichkeit, denn ein teuflischer Gegenspieler hat sich gegen uns erhoben. Wir können nur darauf vertrauen, dass unsere Tapfersten diesen Nemesis von unseren Küsten fernhalten. Ja, schön. Ja, super. Jetzt kann ich hier mein... Gebäude wurden zum Raub der ist mein Hafen geschützt? Ja, ne? Aber... Was machst du denn? Jetzt kommt jemand im Schiff auf mich zu, leck mich am Arsch.
ja, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Also ich kann ja nichts dafür, wenn der Knaller da irgendwie meint, ja, ich mache jetzt Krieg mit euch. So. Fehlt der Einfluss, um noch ein größeres Schiff zu bauen. Ja, genau, das ist auch mein Problem. Ja. Wie kriege ich denn Einfluss? Ich glaube, okay. Du musst wachsen. Jo. Kann ich mir sagen, nächste Einflussstufe, 200 Einwohner mehr. Ja, schön. Ich kündige gleich die Allianz mit dir einfach. Ja, vielen Dank auch. Kann ich ja, ja jetzt voll was für. Ja, aber das bringt uns beiden ja was, weil dann bin ich nicht im Krieg. Mit dem. Das glaubst nur du. So. Kann ich denn mit ihm ein Friedensabkommen vereinbaren oder irgendwie was? Verträge? Friedensvertrag. Erfolg unmöglich. Ja, es geht gar nichts. Hab ich auch schon versucht. Alter, der eine ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zu uns. Ah, jetzt haben wir gerade schon alle Krieg. Ah, das Gute ist, der hat auch Krieg mit der Trulla da. Die zerbombt dem nämlich jetzt schon mal die Schiffe, während er auf dem Weg zu uns ist. Das ist ja praktisch. So, ja. Bis zum nächsten. Wo sehe ich das? Ah. Okay, ich brauche noch ein paar mehr Einwohner. Da gehe ich. Ja, der will alles mit jedem Krieg hier, der Typ. So. Ja, ja, weil wir alle eine Allianz haben, ist der gerade mit jedem im Krieg. Schiff unter Beschuss. Wollt ihr den totalen Wahnsinn? Oder was ist das? Wie viele Jagdhütten habe ich? Lass mal gucken. Kann ich. Schicke ich da jetzt zwei Jagdhütten über die Order an? Sorgt für mehr Einwohner. So. Ach, herrlich ist das. Herrlich, herrlich. Hab ich schon gesagt, wie herrlich ich das finde? So. Guck gerade auch, dass ich mehr Einwohner kriege. So, der Typ ist auf dem Weg. Aber ja, der hat keine Chance gegen mich. Ich bin voll super. Was bist du? Fregatte? Ich finde noch irgendwelche Items. Schiff unter Beschuss. Ach ja, stimmt, ich konnte mein Zoo ja nicht weiter. Mein Schiff wird angegriffen. Jawohl. Ja, also mein Hauptproblem ist, ich kann seine Insel nicht abkaufen, weil mir die Kohle und der Einfluss fehlt. Das heißt. Wir hätten höchstens die Möglichkeit, ihn platt zu machen, aber da sehe ich gerade noch schwarz. Ja, der hat auf jeden Fall erstmal ein Linienschiff von mir vernichtet. Alter, was ist. Ja, okay, ich sehe dich, du bist da unten. Das Schöne ist, auf dem Weg zu uns muss er auf jeden Fall an der Dingsterbums vorbei. Oh. Ich habe nicht so viel Schiffe zur Verfügung. Bei mir sind die meisten. Warte mal, bist du. Assistierst du? Du assistierst, ne? Was ist das denn hier? Besucherkeil. Okay. Hier stehen halt jetzt ein paar rum, aber. Okay, ich muss wieder nach Cap Trelawney. Das ist so meine einzige Hoffnung, um hier gerade noch fett zu wachsen. Die Bude ist hier in Ordnung. Bist du auf den Schimmel an den Wänden? Ja, du hast doch auch nicht mal Tasten im Schrank, Junge. Ja, ich löse gerne Rätsel. Finden und holen Sie exotische Haustiere. Ja, toll.
Zebras auf beiden Straßen. Ich glaube, ihr habt doch einen an der Waffel, Leute. Und offensichtlich Zebras. Ja. Okay, da ist ein Alligator, der durch die Stadt gelaufen ist. So, kann man mal machen. Was haben wir noch für Tiere? Also den Alligator habe ich schon mal. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Der nächste Konkurrent, der sowas macht, der wird zerbombt. Das Mittelalter. Ach so, stimmt ja. Keine Schiffe mehr da. Da war ja was. Hust. Hust, hust. Du hast keine Schiffe. Ach, stimmt. Ach, ich habe irgendwann schon einen Engpass. Meine Bevölkerung wird weniger und nicht mehr. Ihr habt kein Fleisch? Was mit euren Dosenkonserven hier? Wo ist das Problem? Ich brauche eine neue Fleischkonservenfabrik. So. Okay. Immer diese Konservensachen. Ja. Blutkonserven. Ich schick die Ingis irgendwann in die Nervenheilanstalt oder so. Keine Ahnung. Ich habe eins auf der Seite. Das ist jetzt nicht so viel. Ach nee. Wie mach ich das denn noch? So, Straßen bauen kann ich ja. Ach so, übrigens, Steinstraßen verlängern die Reichweite von Gebäuden. Oh, das ist gut. Dann kann die eher zum Lagerhaus, oder? Auch von öffentlichen Gebäuden. Okay. Wird das dann verlängert, habe ich zuletzt noch gelesen. Nice. So. Deswegen bin ich gerade am gucken, dass ich so quasi mein ganzes Straßennetz mal umgebaut kriege. Ja, 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 ich weiß. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, mysteriöse Fakte. Ja, hier. Trinkt euch ein Bierchen und alles gut. Ja. Ja, Reise fortsetzen. Reise ins Ungewisse fortsetzen. Bei Fragen wenden Sie sich an Marion. Was? Mops. Ich weiß von gar nichts. Ich weiß von nichts und mein Name ist Hase. Oh. Genau. So in der Art. Habe ich mir jetzt gedacht. So. Ja, mit Steinstraßen sieht die Stadt auch natürlich viel schöner aus. Ja. Wie viele Schweine habe ich? Ja, Hauptsache, du hast Schwein gehabt. Ja, das ist jetzt schon wieder unter Beschuss. Ja, toll. Wir werden die Waffen strecken, sobald sie ein faires Angebot unterbreiten. Weißt du, so ein Linienschiff kann auch einiges zusammenballern, so ist ja nicht. Ja, das sind eh die besten, was um, wenn es um Kriegsführung geht. So, gibt's da irgendwo ein Schiff im Angebot? Zu verkaufen. Eine Fregatte. Ah. Bisschen zu klein. Schon ein Dampfkreuzer oder so. Ja. So,
so richtige Gewichtsklasse dafür. Und Kollege George Smith, George Smith. Jo. Georgina Smith. Mal so richtig in die Karten zu weisen. In die Schranken zu weisen. So. Straßennetz ist auf jeden Fall schon viel modernisiert worden. Schick. Ja. Jetzt habe ich keine Steine mehr. So, Linienschiff. Ich brauche eigentlich noch eins. Kommt schon, Einwohner. Mehr Schnaps und mehr Klamotten. Hilft Alkohol nicht, damit du nicht so viele Klamotten brauchst? War da nicht mal was? Also noch traut der Dude nicht, sich nicht mich anzugreifen. Der hat auch Linienschiffe bis zum Abwinken, der Typ. Ja, deshalb bin ich auch so ein bisschen verwirrt. Ich meine, ich habe ein paar nette Kanonentürmchen, aber nicht viele. Ihr Hafen wird angegriffen. Irgendwo gibt's Krieg. Bei dir? Jo. Ach, der fängt jetzt auch in der neuen Welt schon mit Kriegsführung an? Mhm. Erzählt. Junge, jetzt knallt's einfach. Oh, sehr gut. Guck mal, das war mal vorher eine Fregatte, Kollege. Sehr gut, der haut ab. Das Kanonenboot killst jetzt auf jeden Fall. Jo, das ist down. Da kannst du auch Goodies aufsammeln. Manchmal haben die auch so Raketen und so dabei, mit denen du so ein Linienschiff einfach One-Shot killen kannst. Noch mehr Goodies! Rohquarz. Oberhalb von deinem Schiff. Charakter-Item, okay. So, wo ist das Aas? Hat er noch irgendwo ein Schiff hier? Das Geile ist, mit Ingenieuren kannst du irgendwann hier die dicke Bertha bauen. So. Lager aus dem Reichweite, willst du mich verarschen? So. Abmarsch. Wieder auf eure Routen zurück. Ja, was ist da wieder los? Ja, nochmal ein bisschen Bier für die Meuterei. Ja. Fahrt weiter. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt kein Lagerhaus in Reichweite hat, wenn das andere... Oh, willst du mich verarschen? Hast du jetzt ein Lagerhaus in Reichweite? Du bist genauso nah dran wie das andere Gebäude, sogar noch näher. Ah, jetzt geht's auf einmal. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Da gar nichts. Ja, ich habe verstanden, dass ihr Hunger habt. Besondere Person aufgetaucht, ein Wachtmeister. Ja. Ja. Okay. Was kann der denn? Kann der da irgendwas? Diese Menschen hier brauchen sehr viel zu trinken und sehr viel anzuziehen. Alles Shopping-Addicts hier in Cap Trelawney. Ich
Ja. Du und deine Postkarten. So. Schön. Rum nimmt natürlich ab, weil auf der Route mal nichts geliefert wurde. Oh. Was gebe ich alles dafür, nur einmal? Was gebe ich alles dafür, nur einmal irgendwie den Typen da alle Schiffe um die Ohren zu knallen? Das wäre schon ganz nice, ne? So, mein Linienschiff geht in 30 Sekunden vom Stapel, aber das. Nice. Gegen die Flotte ist das etwas zu wenig. Donnermuschel. Frachtschiff. Ein Clipper, den können die auch noch vernichten. Aber Fregatte und Linienschiff zusammen ist ein bisschen zu viel des Guten. Noch 200 Einwohner. Toll. Der Mistzack hat schon wieder ein Schiff von mir versenkt. Das ist nicht gut. So, jetzt reicht's mir aber langsam. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, weiß ich. Schön. Ach, nee. So. Die schlechten alten Tage sind zurück. Schiff unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja, toll. Es schwimmt auch nur noch so rum. Schiff unter Beschuss. Waffenstillstand. Ja, bitteschön, danke. Habt ihr Waffenstillstand? Ich hab zumindest mit Lafon. Mit dem Piraten einen. Ich dachte, mit George. Mit George kann ich keinen Waffenstillstand. Kann ich ihn einschmecken? Wir lassen nur selten jemanden am Leben. Oh, ich habe eine Sympathie. Oh, doch nicht. Er hasst mich noch mehr als null. Lafortune spielt doch nur Pirat, während mir die halbe Flotte der Königin auf den Fersen ist. Also Friedensvertrag ist beide oder Waffenstillstand ist alles unmöglich. Ja, hab ich auch versucht. Ganze knicken. Ganze in der Mitte durchklicken. Ja, das ist ja jetzt schon wieder auf dem Schiff los. Ja, toll. Fahrt weiter, immer weiterfahren in euer Verderben, ist mir egal. So. Ist mir egal. Oder egal. Einige Kreaturen folgen uns. So. Weiterfahren. Bier zu produzieren. Gesunkene Schätze, ja. Kommen Sie mir nicht mit Zweifel. Ja, fahr weiter. Komm zu mir. Und dann hasst mich nicht dafür, dass ich die größte Insel der Welt habe. Wo ist denn das Schiff unter Beschuss? Ah, schon wieder so ein Drecksack. Ja, toll.
versenkt er mir gleich das nächste Schiff. Neue Befehle? So. Alle Geschütze laden. Feuer bereit machen. Der ist eher angeschlagen als man selbst, also mach'n platt. Ich muss so eine Stahlproduktion anfahren. Hab ich denn genug? Spielstand gespeichert. So. Ich habe ja nur noch 4 Schiffe. Hab ja nicht so viele mehr. Ist ja irgendwie alles kaputt gemacht worden. Weil er da unten mit seiner Flotte rumfährt. Ach nee. So. Das nächste Linienschiff. Und 7 Minuten. Ach ja. Achtung, Admiral anwesend. Ja, du sollst die Verfolgung aufnehmen. Mach das Ding da platt wie eine Briefmarke. Wie oft muss ich denn hier noch mit der... In die Takelage. Ich habe jetzt schon ungefähr 10-mal diese Mission da neu gedingst. Diese Mission da, sonst was. Ja, hier, ich bin ja in die Passage unterwegs. Und kommt hier immer. Ihr Kapitän wartet auf neue Befehle und hier Expedition fordert Aufmerksamkeit und die hat jetzt ungefähr schon 20 Mal meine Aufmerksamkeit erfordert. Yes! Ich bin angekommen in der Arktis. Hui! Alles gut, mein Freund. Wir werden uns der Gewalt nicht beugen. Oh, habe ich eines deiner Schiffe zerstört? Tut mir leid. Achtung, Admiral anwesend. Habe ich das kaputte gemacht? Bist du sauer? Die Arktis lege ich wortwörtlich erstmal auf Eis. Wo hab ich denn hier? Schwere Geschütze. Eisen. Dicke Bertha. Dampfschiffwerft. Das ist alles sehr weit weg. Eieiei. Eisen. Zink. Kupfer. Steinkohle. Eisen. Boah. Das werden lange Wege. So, Dampfschiffwerft. Freie Küste erforderlich.
Das ist auch doch freie Küste. Ich habe überhaupt keinen Einfluss. Ich muss veröffentlichen. Warte, wo kommt mein Einfluss her? Hm. Ich habe Einfluss. Oh, wie gehe ich damit um? Okay, ich werde hier noch einen Geschützturm bauen. Spielstand gespeichert. So ein. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, mehr Kohle brauche ich aktuell nicht. Das heißt, ich habe eh nichts fürs Museum. Okay. Ich könnte hier noch einen Turm bauen. Okay. Was fehlt mir? Warum macht er das denn nicht? Was sind Brücken teuer? Toll. Wenn die Verwagen werden einfach für immer unterwegs sein. Leck mich am Arsch. Nö. So. Wir wären dann soweit. Okay, was brauchen wir da? 75 Stahlbeton. Hm, toll. Zement. Zementmine haben wir. Ein Betonwerk fehlt. Hey, warte mal, ich kann eventuell den neuen Pendlerkai bauen. Okay, ich werde gleich noch etwas rüber transportieren und den Pendlerkai bauen. Und ich glaube, dann wäre ich auch soweit durch. Jo. 30, 50, 40. Ich habe so wenig Frachtplätze. Okay, ich muss vielleicht nochmal einmal mehr hin und her fahren. So, Stahlbeton kann ich schon mal, habe ich schon mal. Ja. Aber ich kann einfach hier noch so ein Schiff nehmen, ich Idiot. Mhm. Doch einfach dieses Schiff. Weißt du, manchmal bin ich nicht so klug. So. Jetzt will ich den Damm in dem Clipper. Komm weg damit. So. Ich hab's über Bord geworfen. So, lieber Clipper, kannst du das bitte über Bord werfen? Danke. So, eine Fregatte ist noch im Bau. Dann haben wir die Flotte langsam wieder passend, um wenigstens mal ein bisschen auf Jagd zu gehen. Um den schon mal ein bisschen zu ärgern. Und ich wollte Kanonen, oder? Wollte ich Kanonen?
So. Du müsstest eigentlich deine Insel einfach abkaufen, aber das fehlen dir 3 Millionen, ne? Und der Einfluss. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Einfluss, jein. Aber ich brauche, ja doch, ich brauche halt Kohle und Einfluss. Also die große Insel kostet irgendwie 3 Millionen, die kann ich mir nicht leisten. Ich habe keine Ahnung, wo meine Schiffe sind. Das ist einfach ein Riesenchaos. Jetzt mache ich es einfach auf gut Glück. Komm von nach hier. Ja. Krass, dass mein Clipper schneller geht ab wie Schmitz Katze. Du bist hier, du patrouillierst. Du bist auch am. Kann mir jemand sagen, wo mein. Wo meine Fregatte hin ist, die ich gerade eben hier hinten habe? Hier ist irgendwo das Bermuda-Dreieck. Ach, die steht hier. Oh, ich brauche nicht mehr viele Einwohner, dann kann ich hier neue Befehle? Spaß haben. Habe ich noch mehr Einfluss? Ja, so eine Insel zu übernehmen kostet irgendwie 33 Einfluss. So, ich schicke jetzt mal 2 Linienschiffe voll mit Waren. Schiff unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Weil die Linienschiffe kommen natürlich auch hier genau in seiner Route raus. Ja, ist ein bisschen ungünstig. Jetzt fehlt mir Leben oder was? Und ich hab hier keinen. So, hoffentlich schaffen wir das jetzt hier durch die Route durch. Können die paar Arbeiter, die hier sind, bitte Leben abbauen? Wo ist das Leben? Ja, toll. Ja, das wird das Problem. So, Pendler Kai, was geht? Wird jetzt hier errichtet. So, ich fahre jetzt in den Hafen von ihr, um mich da irgendwie ein bisschen zu verstecken. Die Schiffe wieder yes. kommen. Yes! Pendler Kai, was geht? Ich habe 2 Pendler Kais. Kai A und Kai B. Was brauchen wir denn da eigentlich für den Pendler Kai alles? Scheiße, viel Zeug. Ja, toll. Das war jetzt eine Aussage, mit der hat dir die Info geholfen? Das kann ich jetzt sehr viel mit anfangen. Dachte ich mir fast, deshalb war ich so frei, dir diese entzückende Information zukommen zu lassen. So. So, jetzt habe ich den Pendlerkeil zwischen meinen beiden Inseln hier. Schön. Okay. Du brauchst halt 2 Pendlerkeis, ne? Ja, ich habe die jetzt schon mal geplant, sagen wir mal so. Ah, okay. Tja, ich dachte schon, was geht ab? So viel Stahlbeton habe ich jetzt nicht gerade verfügbar. So. Irgendwie gibt es hier ein Schnapsproblem. Aber ich habe irgendwie in diesem Spiel immer ein Schnapsproblem. Die Waffenruhe wurde beendet. Leider war dieses Experiment ein Fehler. Ich finde, sie trinken ja auch einfach immens viel. Sind unterwegs.
2 Minuten endet meine Waffenruhe mit dem Typen, die würde ich gerne noch verlängern. Und dann so. Bin ich aber auch bereit. Ja, wir sind 50 Minuten Folge. Bald sind wir bei 50 Minuten. Also ihr kriegt eine Maxi-Folge mit viel Spaß. Mussten hier ja auch erstmal wieder klarkommen. Ja. So. Ja, ich werde deine Schiffe versenken, und zwar allesamt. Ich hoffe, du redest nicht gegen mich. Ich rede nur gegen ihn. Okay. Schule? Habe ich schon irgendwo eine Schule? Bin ich denn total dumm eigentlich? Nein. Manchmal habe ich aber schon das Gefühl. Also 200 Militär gegen 48, was ich habe. Du hast 88, also zusammen sind wir gerade mal 30 plus 88 sind 118, plus was ich anbieten kann, sind 48. Boah, immer noch zu wenig für George Smith. Job Smith. Ja, ich werde seinen Namen noch öfters versauen. Schorsch. Schosche. Erinnerst du dich noch an den Hackel, Schorsch? Ja. Hallo. Kannst du mal aktualisieren hier, Spiel? Schön, dass du ihnen den Krieg erklärt hast. Ja, was mich hier gerade nervt, ist, dass ich meinen Scheiß hier nicht aktualisieren kann. Ich habe schon wieder besonderen Besuch von mir, ja. Diplomatie. So, schön, wieder mal Waffenstillstand vereinbaren. Schon wieder 22.000 hat mir das gekostet. Danke. Waffenstillstand bitten. Ja. Nice. So. Kranip. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. 48 wir Minuten. Sind am Ende. Viel Spaß. Ja, 48 Minuten des Spaß sind für diese Woche zu Ende. Ich weiß, diese Woche gab es schon Dienstag eine Folge, weil ich ein bisschen vorgezogen habe. Aber nächste Woche wieder üblich. Nächste Woche Sonntag. Anno 1800 mit dem Mops. Dem nicht mehr ganz so wütenden Mobs. Den nicht mehr ganz so wütenden Mobs. Aber nächste Woche bestimmt wieder wütende Mobs. So. Kommt drauf an, wie viele Updates zwischendurch kommen. Also, bis denne. Ciao. Bye.